venga. ¡Mananto! 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 ¡El alemán! ¡El alemán! ¡Mananto! Sehr geehrte Damen und Herren, ich rufe Sie als Wahlmänner und Frauen der 15. Bundesversammlung dazu auf, weder Herrn Joachim Gauck noch Beate Glasfeld zum Bundespräsidenten zu wählen. Keiner der beiden Kandidaten könnte das deutsche Volk glaubwürdig und wahrhaftig vertreten. Beide sind Vertreter einer Politik, die mit Geist und Buchstaben des Grundgesetzes unvereinbar sind. Warum, möchte ich Ihnen stichpunktartig darlegen. Gegen Joachim Gauck sprechen folgende Punkte. Unglaubwürdigkeit. Joachim Gauck genoss in der DDR Vorzüge wie nur die wenigsten Bürger der DDR. Das betraf unter anderem auch Auslandsreisen ins kapitalistische Ausland. Er war also Günstling eines Systems, das er jetzt nach seinem Untergang an vorderster Front mit verurteilt. Er hebt sich moralisch über die Bürger der DDR und hat als Chef der nach ihm im Volksmund benannten Gauck-Behörde mehr als zweifelhaft über die Akten des MFS gewacht. Kriegstreiber. Joachim Gauck unterstützt die Kriege von USA und NATO in Afghanistan und Irak. Die Bundesrepublik ist aber schon zu weit von ihrem friedenspolitischen Konsens abgewichen. Deutschland braucht eine Politik, die den Gewaltverzicht wieder zur Grundlage seiner Außenpolitik macht. Verachtung für das Volk. Joachim Gauck verachtet immer weiter wachsende Teile der Bevölkerung und ihre Ängste vor den Machenschaften der Banken, Fonds und Spekulanten. Deren Proteste bezeichnet er als unsäglich albern. Er wäre somit ein reiner Präsident der Banken und Finanzmärkte, für die er wohl auch verfassungswidrige Gesetze unterschreiben würde. Ein Bundespräsident aber soll in allererster Linie das Volk über Parteigrenzen hinweg vertreten und Schaden von der Republik abwenden, wenn eine Bundesregierung durch ihre parlamentarische Mehrheit gesetzeswidrige Beschlüsse fasst. Auch wenn er sich damit den Interessen des Finanzmarktes entgegensetzt. Joachim Gauck unterstützt Thilo Sarrazin sozialdarwinistische und rassistische Positionen und bescheinigt Sarrazin Mut, wenn dieser eine Sündenbockpolitik gegenüber den muslimischen Bürgern im Land propagiert. Joachim Gauck spaltet das Land. Seine Politik grenzt die Armen, die Wähler der Linkspartei und die Migranten aus. Gegen Beate Glasfeld sprechen folgende Punkte. Auch sie ist unglaubwürdig. Beate Glasfeld hat wie Joachim Gauck sowohl von der DDR als auch von der Frankreich Unterstützung angenommen. Die hat den bereits 1960 durch Dokumente des Reichssicherheitshauptamtes der SS als entlastet geltenden Kurt Georg Kiesinger geohrfeigt, hat aber kürzlich erklärt, dass sie den realen Verantwortlichen für den Tod von bis zu 160.000 Libyern Nicolas Sarkozy nicht ohrfeigen würde. Sie unterstützt ihn sogar nach wie vor und ist sogar mit ihm befreundet. In Israel nahm sie einen Preis aus den Händen von Bernard-Henri Lévy entgegen, ein bekannter Drahtzieher von Konflikten in aller Welt. Lévy war führend beteiligt bei der Eskalation der Konflikte in Afghanistan in den 1980er Jahren und davor, in Bosnien, in Sudan und auch in Libyen. Lévy rühmt sich damit, seinen Freund Sarkozy zum Krieg gegen Gaddafi und damit zur Ermordung von bis zu 160.000 Libyern ermuntert zu haben. Aus diesen und anderen Gründen, die Sie gerne selber intensiver nachrecherchieren können, möchte ich Sie als Vertreter des deutschen Volkes bei dieser Präsidentenwahl dazu aufrufen, sich bei der Wahl des Bundespräsidenten zu enthalten und sich für eine zukünftige Direktwahl des Präsidenten durch alle Wahlberechtigten und Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Vielen Dank.